Du startest den Camino mit einem vollen Rucksack und nach verlierst du alles. Wir gehen ins scheiß Dschungelcamp oder was? Findlinge. Wie im Urstromtal. Ich bin schon wieder maximale Panik ausgebrochen. Hat mich eine nach dem Weg gefragt. Habe ich mich wieder gekümmert. Da habe ich mein Handy auf dem Stein liegen lassen. Da habe ich meinen Windpuschel verloren. Ich bin bedient. Jetzt ist der Windpuschel weg zum zweiten Mal. Jetzt fummel ich hier an meiner Tasche rum. Ja, hier ganz in der Ecke. Da ist es. Mann, jetzt könnte ich schon wieder ausrasten. Meine schöne Fleecy-Mütze habe ich verloren. Die habe ich seit dem ersten Camino. Billig, warm und leicht. Jetzt ist sie weg. Vor allem, die habe ich heute den ersten Tag aufgehabt. Ja, heute wurde es kalt. Hier, wenn du Glatze hast, da frierst du leicht am Kopf. Ja, da verlierst du die meiste Wärme. Jetzt ist die weg. Ein Tag, jetzt wo ich sie brauche. Ich habe so die Schnauze voll. Jetzt habe ich das verloren hier. Ja, weil ich das nicht zugemacht habe. Ja, dafür habe ich meinen Pilgerausweis wieder gefunden. Ich frage mich mal, wenn jetzt mal irgendein Tag vergeht, an dem ich nichts verliere. Das ist doch total nervig. Ich bin glücklich. Mein geliebtes Mikro ist wieder da. Schalalalala. Hat der Onkel wieder 5 Sachen auf einmal gemacht. Und hier Windpuschel verloren vom Außenmikro. Keine Ahnung. Das, also kauft euch einen farbigen. Wenn er so, findest du nicht, wenn du ihn verlierst. Wenn er grau, schwarz-grau ist. Naja, ich habe aber noch einen bei. Von daher ist der Ärger, hält sich der Ärger an Grenzen. Aber ist trotzdem dusselig, ja. Ich habe jetzt 5 Minuten gesucht und nie gefunden. Steine verliere ich was. Das muss irgendwie aufhören. Kann ich alle dreifach mitnehmen. Maximale Panik ausgebrochen. Alle durchsucht, angerufen in andere Berge. Ihm sind hier aber weg. Alle Videos sind da drauf. Jetzt habe ich ihn ganz tief unten im Schlafsack gefunden. Naja, ich bin einfach ein Wrack. Das Mikro. Ich meine, kostet nicht viel, aber... Dann verlierst du nochmal deinen Kopf. Aber zum Glück ist er angewachsen. Das Mikro habe ich irgendwo verloren. Dann bin ich durch die Markthalle gepäst, immer mit dem Kopf nach unten wie ein Depressiver. Ja, ich erst mal maximale Panik ausgebrochen. Mein Elektro-Kit gesucht. Ja, bin schon wieder ausgerastet, weil meine ganzen Favoriten von Osman weg sind oder waren. Die Verluste halten sich in Grenzen. Ich habe nur einen von den Ärmlingen verloren. So, Nachbarn, das war's wieder für heute. Hier steht's ja auch.